Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr es schon im Titel gesehen habt, möchte ich heute mit euch über eine Reihe sprechen, die mir ja sehr am Herzen liegt, weil ich sie gerade zum ersten Mal gelesen habe. Und viele von euch werden jetzt sagen, wenn ich den Namen Ophelia Scale in den Raum werfe, wieso hast du die jetzt erst gelesen? Die gibt es schon seit Jahren. Ja, es gibt sie schon seit Jahren als Hardcover, aber ich habe sie mir irgendwie nie gekauft. Und jetzt hat der CBD Verlag eine Neuauflage daraus gemacht. Sprich, die Taschenbuchversion ist jetzt auf den Markt gekommen, jeweils am 8. eines Monats quasi. Band 1 am 8. Januar, Band 2 am 8. Februar und Band 3 am 8. März. Und ich habe mir natürlich immer direkt die Exemplare ergattert und habe sie zusammen mit meiner Tatjana gelesen. Und wir waren so begeistert. Ich sag mal so viel. Den ersten Band haben wir noch uns an die Abschnitte gehalten und haben ja jeden Tag einen Abschnitt gelesen, so wie es geplant war. In Band 2, der war gedacht, dass er von Montag bis Montag geht, und wir waren freitags schon fertig, weil es so spannend war. Und Band 3 final haben wir dann innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Da haben wir gar nicht mehr erst Abschnitte gemacht, weil wir gesagt haben, nein, wir wollen jetzt wissen, wie es ausgeht. Wir halten uns sowieso wieder nicht an die Abschnitte. Ja, ich zeige euch die Bücher auch gerne nochmal von, jetzt rutscht es mir vom Schoß, von nahem. Das wäre Band 1, Die Welt wird brennen. Dann haben wir hier Band 2, Der Himmel wird beben. Und dann haben wir Band Nummer 3, Die Sterne werden fallen. Ja, ich versuche das Video so spoilerfrei wie möglich zu halten. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, ich möchte die Reihe ganz unvoreingenommen lesen, dann würde ich euch natürlich empfehlen, das Video nicht zu schauen. Das könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr die Reihe gelesen habt. Aber ja, es gibt so ein paar Dinge, die ich ansprechen möchte, ansprechen muss. Ja, und die euch dann gegebenenfalls über manche Situationen spoilern würden. Ja, und ich möchte euch einfach den Spaß nicht verderben. Also, wenn ihr sagt, ich möchte keine Informationen über Vorgänge in diesem Buch erfahren, dann bitte das Video ausschalten. Ich sage es extra doppelt, nicht, dass es später heißt, die Olle hat gespoilert. Ja, es werden ein paar Dinge angesprochen. Jetzt keine Hardcore-Spoiler, aber ja, es gibt ein, zwei Sachen, die muss ich halt erwähnen, und dadurch würde halt der Fortlauf der Geschichte erahnbar sein. Ich sag's mal einfach so. Ja, fangen wir mit Band 1 an, mit der Einführung in die Welt von Ophelia Scale. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, Ophelia Scale spielt in einer Welt, die Lena Kiefer sich ausgedacht hat. War ich immer felsenfest der Meinung. Dem war aber nicht so. Ophelia Scale spielt tatsächlich in unserer Welt, aber auch wieder nicht. Ich sag mal, Ophelia lebt in Brighton in England, und wir erfahren auch super viel über die Stadt, was dann wieder der Realität quasi auch entspricht. Ophelia wohnt dann quasi in Europa, wie es bei uns auch ist. Aber ja, es gibt halt für jeden Kontinent quasi einen König, ein Staatsoberhaupt. Quasi, es gibt halt hier den König von Europa, um den es auch viel geht. Es gibt den König von Asien, es gibt den König von Honolulu. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Auf jeden Fall will Ophelia eigentlich immer Ingenieurin werden, weil ihr Vater das auch ist und sie mit ihm zusammen super viel Spaß an der Materie hat. Man muss auch dazu sagen, dass Ophelia ein hochentwickeltes Gehirn hat und ja, dadurch viel, viel intelligenter ist, so ein enorm gigantisches logisches Verständnis hat, dass das der perfekte Beruf halt für sie wäre. Dann kommt die Abkehr. Der König verbietet, also der König von Europa, verbietet sämtliche Technologie. Das heißt, sie müssen ihre Eyelinks abgeben. Das sind wie so, ich nenne es mal Plättchen auf den Augen, die einem dann sagen, ja, das ist der Andi, das ist der Peter und das ist der Ralf.
Ja, also da, über diese Eilings kriegen Sie super viel Information. Dann haben Sie noch Earlinks, über die Sie halt auch miteinander in Kontakt treten können und so weiter und so weiter. Sprich, diese kriegen Sie dann halt durch diese Abkehr abgeholt und natürlich gefällt das nicht jedem. Und Ophelia schließt sich dann halt dem Widerstand an, der sich Reverse nennt. Also das ist alles kein Spoiler, das ist alles quasi auch im Klappentext ersichtlich. Und ja, sie wird dort quasi so gesehen ausgebildet, gegen den König vorzugehen und Aktionen gegen den König zu planen. Und irgendwann ergibt sich halt die Möglichkeit, dass sie beim König eingeschleust werden kann. Und diese Chance möchte sie natürlich nutzen. So, soweit sind wir komplett spoilerfrei. Ihr habt jetzt ungefähr einen Plan, um was es in Ophelia's Gale geht. Und ich sage einfach jetzt mal, in den drei Büchern geht es dann darum, wie Ophelia und Reverse den Widerstand bekämpft. Es geht viel um die Charakterentwicklung von Ophelia, weil sie irgendwann anfängt, Dinge zu hinterfragen, die vorher halt für sie ganz logisch waren, weil sie durch Hass und Wut geleitet wurde. Also die Bücher geben einem auch viel Moralisches mit auf den Weg, sprich nicht alles zu glauben, was man einem vorkaut und so weiter und so weiter. Ja, wir treffen hier auch auf einen Charakter, den ich persönlich als absolutes Highlight empfunden habe. Und zwar ist das Lucien de Marais, der Bruder des Königs. Wie er mit Ophelia in Kontakt steht oder wie er mit der Geschichte in Kontakt steht, werde ich natürlich nicht erklären. Wer mich kennt, weiß, dass ich so eine absolute Sidekick-Liebe habe. Ob Lucien ein Sidekick ist oder doch ein Hauptcharakter, das müsst ihr leider selbst lesen. Auf jeden Fall fand ich Lucien total klasse und wir dürfen ihn auch alle drei Bücher mit begleiten, was für mich natürlich ein absolutes Highlight war, weil ich diesen Charakter einfach so sehr gemocht habe. Der war so federleicht, so. Ja, so locker easy peasy, aber auf der anderen Seite auch ein Beschützer für die, die er liebt. Ja, ich liebe ihn einfach. Ich kann wirklich absolut nichts Negatives über ihn sagen. Ich kann auch nichts Negatives über Ophelia sagen. Ich habe ja schon diverse Meinungen vorab im Internet, in dem bösen, bösen Internet gelesen und gehört, die da sagten, Ophelia wäre so ein anstrengender Charakter, so ein Fähnchen im Wind, der sagt das, dann glaubst du das, der sagt das, dann glaubst du das, der sagt das, dann glaubst du das. Aber ich fand, dass Ophelia sich immer einfach von allem selbst eine Meinung bilden wollte und das auch knallhart durchgezogen hat. Also ich finde, Ophelia ist einer der größten, oder man hat die größte Entwicklung seit langem mitgemacht, die ein Charakter in den Büchern, in denen ich gelesen habe, mitgemacht hat. Ich hab in der Rezension zu Band 3 auch noch so scherzhaft geschrieben: Tja, Farah, kannst du einpacken, die Ophelia, die tritt dir mal gewaltig in den Hintern. Und es ist auch so, irgendwo ist sie total badass, aber nicht so wie zum Beispiel Selena aus Throne of Glass. Aber sie ist halt mutig, sie setzt sich für Dinge ein, hinter denen sie steht. Und ich liebe sie einfach. Ich liebe diese Reihe. Ich kann euch jetzt auch gerne mal die anderen Bücher nochmal die Kamera halten. Ich liebe diese Reihe. Ich liebe, 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 liebe diese Reihe. Und ich könnte mir echt in den Hintern treten, dass ich sie so lange nicht gelesen habe. Ein weiterer Punkt, den ich total faszinierend fand, war die Thematik der künstlichen Intelligenzen. Sprich, ein wichtiges Thema darin ist, dass es früher quasi diese KIs gab, die dir im Haushalt geholfen haben. Das ist jetzt nicht so was wie eine Spülmaschine und auch nicht so was wie eine Ringklingel. Es ist wirklich so, ich sag mal, ich habe es verglichen mit einem Butler, mit einem Hausdiener, wie man es auch mal nennen möchte, der aber quasi keinen Körper hat, sondern in deinem Haus in den Wänden lebt. So kam es mir vor, ich muss so ein bisschen an Encanto denken, lebt in den Wänden. Ja, und die sind halt auf dem Vormarsch gewesen und
waren halt noch nicht so 100% ausgereift und haben halt einiges an Probleme gemacht und waren auch dann schlussendlich dafür verantwortlich, dass diese Abkehr einberufen wurde, weil man plötzlich Angst vor denen hatte. Und ja, im Laufe des Buches wird halt immer weiter aufgedröselt, was diese künstliche Intelligenz, dieses ganze Programm eigentlich ja, machen könnte. Und ich habe mir dann halt so die Gedanken gemacht, was wäre, wenn mein Haus von so einer künstlichen Intelligenz bewohnt wäre und ich nur sagen müsste, hey, gibt's mir im Namen, hey Bob, kannst du mir mal sagen, wie ja, das Wetter draußen ist, weil man sich nicht rumdrehen möchte. Und dann dachte ich so, ja, sowas Ähnliches haben wir ja eigentlich in Form von Alexa. Also ich habe keine, weil ich das ganz gruselig finde. Aber ja, eigentlich ist Alexa ja auch so eine Form von künstlicher Intelligenz, die mit deinem ganzen Netzwerk im Haus verbunden ist, mit Fernseh, Telefon, Internet, Handy, Sprachsteuerung etc. Du kannst ja wirklich dir alles von sagen lassen. Und ich als paranoider Mensch habe halt immer so das Gefühl, wenn ich eine Alexa hier hätte, die mich den ganzen Tag ausspionieren würde, die mir den ganzen Tag zuhören würde, weiß nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen unheimlich und deshalb habe ich auch keine. Ich hatte nämlich letztens auch so eine Begegnung der dritten Art. Ich habe mit einem Arbeitskollegen mich über ein Thema unterhalten, über das man sich normal, also ich für meinen Teil, sehr, sehr selten unterhält. Wir haben uns über Schaukelpferde unterhalten. Und nachmittags bin ich nach Hause gefahren, habe dann irgendwie bei Facebook, Instagram und Co. geguckt und da wurde mir plötzlich ein Schaukelpferd angezeigt und ich dachte nur so, die Handys spionieren uns aus. Ich sag's euch, Leute. Auf jeden Fall, um wieder auf das Buch zurückzukommen, hat mich das Thema mit diesen künstlichen Intelligenzen total gefesselt und wie man auch mit ihnen interagieren kann, diese Thematik fand ich sehr, 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 sehr spannend. Alles in allem lässt sich aber sagen, dass ich zu Beginn eine ganz andere Vorstellung davon hatte, um was es in Ophelia Scale geht. Man kannte die Bücher von Bookstagram, Booktube, Booktalk und Co., aber hat sich eigentlich nie 100% damit beschäftigt, um was es überhaupt geht. Ich wurde zum Positiven überrascht. Also wenn man so wirklich mit gar keiner Ahnung reingeht, ist es ja immer so hopp oder top, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht. Aber ich muss sagen, ich bin total geflasht von der Reihe. Ich erzähle euch auch schon eine Viertelstunde davon, wie toll die Reihe ist. Aber ja, sie ist einfach grandios und ich kann sie wirklich jedem, der so ein bisschen auf Jugendbuch, Dystopie, Fantasy, Elemente steht, aber eher so Urban Fantasy, kann ich es auf jeden Fall nur ans Herz legen. Ich zeige euch jetzt gern nochmal die Bücher. Ich finde nämlich, die Cover sind mega, mega schön. Wenn ihr zum Vergleich die Hardcover kennt oder seht, ich kann es euch auch gerne nochmal einblenden, die sind halt alle mit Gesicht und ich habe immer so ein kleines Problem, dass, ja, wenn auf einem Cover ein Gesicht ist, dann denke ich, die Protagonistin sieht so aus. Und auch wenn Ophelia jetzt im Buch als, keine Ahnung, feuerrote Haare und Sommersprossen und so Merida-Style beschrieben worden wäre, ich hätte immer gedacht, sie sieht aus wie das Mädchen auf dem Cover. Und das, ja, ist halt so ein bisschen was, was mich nervt. Aber ich finde, die hier sind wunderschön. Ich hätte es tatsächlich super gefeiert, wenn sie diese Optik nochmal auf ein Hardcover bringen würden. Aber ja, es gibt aber eine Sache, die mich ein bisschen stört an der Ophelia Taschenbuch-Version. Nehmen wir jetzt einfach mal Lied der Krähen als Beispiel. Sie sind halt super klein und das, ja, stört mich in meinen Zwängen ein kleines bisschen in meinem Bücherregal, muss ich zugeben. Aber ja, man kann nichts alles haben. Nee, ich habe sie jetzt irgendwo an den Rand verfrachtet, dass ich so ein bisschen Treppenstufen-Style reingebracht habe. Aber ja, beim nächsten Bücherregal umsortieren kriegen sie wahrscheinlich wieder einen anderen Platz und ihr wisst ja, wie das ist. Gut. Ich habe jetzt, denke ich, genug gequatscht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns auch bei meinem nächsten Video wieder. Ich kann euch jetzt allerdings nicht versprechen, wann dieses Video hier online geht, weil mein Internet seit 24 Stunden tot ist. Ich schneide euch natürlich das Video und reiche es dann nach, sobald mein Internet wieder geht. Bis dahin erreicht ihr mich aber natürlich auch über Instagram. Da bin ich dank mobiler Daten weiterhin aktiv. Falls ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen etc. habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, kommt bei Instagram vorbei. Ich freue mich über jede Interaktion mit euch. Und jetzt höre ich wirklich auf zu babbeln und sage Tschüss!